Ja, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, hier beim Medienkonzil heute Bürgersein in der digitalen Welt. Meine erste Frage wäre, wo sehen Sie denn in Zukunft die größten Herausforderungen, die da auf uns zukommen? Große Herausforderungen liegen darin, dass eben die Digitalisierung alle Lebensbereiche voll durchdringt. Man auch nicht sagen kann, ich will damit nichts zu tun haben, sondern wir den richtigen Rahmen dafür schaffen müssen, der Gesetzgeber, die Politik und den Einzelnen wir in die Lage versetzen müssen, dass er mit dieser Entwicklung umgehen kann, also weiß, was sie bedeutet, um sein Verhalten, soweit es geht, auch so auszurichten, dass er selbstbestimmt tätig wird. Nun hat man aber derzeit bei der aktuellen Lage nicht den Eindruck, dass das so einfach möglich ist. Ich meine, sogar die Bundesregierung lässt sich ausspähen. Sehen Sie das genauso? Das ist überhaupt nicht leicht, sich hier so selbstbestimmt zu verhalten, dass ich dann so datenschonend wie möglich mit einem großen Schutz meiner Privatsphäre durch das digitale Zeitalter gehe. Ganz im Gegenteil. Durch NSA-BND-Skandal, und das ist mit der größte, den wir überhaupt jemals hatten in Deutschland, ist unglaubliches Vertrauen in die Vertraulichkeit von Kommunikation verloren gegangen. Deshalb, glaube ich, ist jetzt noch auch ein großer Teil der Bevölkerung so sensibel dagegen, dass vielleicht ganz, ganz viele Daten auch noch von Staatswegen gespeichert werden. Aber Vertrauensverlust dadurch, dass der Einzelne zunehmend das Gefühl bekommt, bin ich mehr Objekt, Objekt von Technik, die aber auch ganz bewusst zum Ausforschen von Unternehmen, aber gerade auch von Geheimdiensten eingesetzt wird. Und ich glaube, wir brauchen dringend Zeichen, dass mit aller Macht aufgeklärt werden soll, damit wieder das Handeln von Verantwortlichen sichtbar wird. Ist dieses Medienkonzil vielleicht heute auch ein Zeichen, was auch bei der Politik wirklich ankommen kann? Trauen Sie das dem Konzil heute zu? Dieser Medienkonzil hat die Kraft, auch Botschaften an die Politik zu schicken, dass sich die Kirche, die evangelische Kirche in Bayern mit diesen Fragen befasst, Bürger im digitalen Zeitalter, auch Schutz der Persönlichkeit des Einzelnen, auch die Frage, gibt es in Zukunft noch ein Beichtgeheimnis, was wirklich den Namen wert ist oder wird es auch ausgehöhlt, das alles sind Dinge, wo die Kirche selbst ganz bewusst alles tun muss, damit wichtige Dinge erhalten bleiben und wo die Kirche auch eine wichtige Stimme erheben kann. Es geht um ethische Fragen, wenn es um die Würde des Einzelnen geht. Nun ging es auch hier wieder ums Thema Vorratsdatenspeicherung. Und ein berühmter Satz ist immer, Freiheit braucht Sicherheit. Ich stelle mir die Frage, wie viel Sicherheit verträgt eigentlich unsere Freiheit? Auch eine Frage, die Sie sich auch stellen manchmal? Ich stelle mir sehr, sehr häufig seit Jahrzehnten die Frage, wie viel Sicherheit muss es geben, damit ich aber mich noch sehr, sehr frei bewegen kann. Und was es natürlich nicht geben kann und wird, ist eine absolute Sicherheit. Mit viel Freiheit sowieso nicht, aber eine absolute Sicherheit gibt es auch nie als etwas, was realisiert werden könnte. Und dieses richtige Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit zu finden, ist ja immer der Versuch, dann abzuwägen. Und ich denke, es gibt letztendlich ein Bereich, da kann man dann nicht mehr abwägen. Wenn es wirklich in den privatesten Lebensbereich hineingeht, Kernbereich privater Lebensgestaltung, sagt das Bundesverfassungsgericht, dann hat die Politik nichts mehr abzuwägen. Da muss sie diesem Schutz den Vorrang geben. Und ich denke, weil diese Vorratsdatenspeicherung auch nicht das bringt beim Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität, sollte man es wirklich in der Schublade lassen. Aber eine große Koalition meint halt auch, solche Projekte durchziehen zu müssen. Schade.